Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um dieses Buch, Fidel Castro, eine Biografie von Volker Sciacca. Und ja, Fidel Castro, viele kennen ihn, der Staatschef von Kuba, einer der ja meist diskutierten Menschen des 20. Jahrhunderts und auch einer der interessantesten Menschen des 20. Jahrhunderts. Ja, das Buch ist unheimlich gut geschrieben. Es ist wirklich einer meiner Lieblingsbiografien, muss ich sagen. Und auch noch über einen außergewöhnlich interessanten Menschen. Also Fidel Castro hat schon in seiner Jugend viel geleistet und ist eine sehr herausragende Persönlichkeit. Ja, es gibt viele Mythen über ihn und er ist für viele Menschen eine Ikone. Und dieses Buch erklärt sehr gut, warum. Ohne irgendwie Partei zu ergreifen, was mir wirklich sehr gut gefällt. Also es wird auch, es ist ein auch kritisches Buch an Fidel Castro. Ja, ich lese mal den Klappentext vor, das finde ich immer sehr aufschlussreich. Also, Hans-Dietrich Genscher, Bundesaußenminister, hat geschrieben über das Buch eine aufschlussreiche und fesselnde Analyse der jüngsten Geschichte Lateinamerikas, vor allem Kubas. Ein Lehrbuch der Politik, dem man viele interessierte Leser wünscht. Ja, dann hat Walter Haubricht von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geschrieben, das Buch von Sciacca könnte zumindest im deutschen Sprachraum zum Standardwerk über Castro und die kubanische Revolution werden. Da es wie eine gute journalistische Reportage geschrieben ist, wird es zu einer angenehmen, manchmal sogar amüsanten Lektüre, ohne an Seriosität und Genauigkeit zu verlieren. Und zuletzt noch Henning von Löwes vom Deutschlandfunk, der hat gesagt, es ist einfach, die Biografie eines lebenden Denkmals zu schreiben. Es ist nicht einfach, die Biografie eines lebenden Denkmals zu schreiben. Der erste deutsche Castro-Biograf hat die Aufgabe bravourös gemeistert. Ja, das war's von mir. Das Buch kostet 10,95 Euro. Hat 542 Seiten. Ich habe die nicht die gebundene Ausgabe, sondern die Taschenbuchvariante. Lohnt sich auch, weil die dicken Bücher gehen ja gerne kaputt. Es liest sich sehr schnell, man kann es im Urlaub lesen. Es ist inspirierend, weil dieser Mensch unglaublich viel getan hat in seinem Leben. Und dann kommt man auch auf die Idee, ein bisschen mehr zu tun vielleicht. Ja, es ist im Rowohlt Verlag erschienen. Entschuldigung, ich habe es jetzt wieder falsch gehalten. Ja, ich hoffe, ihr wagt einen Blick rein in der Buchhandlung das nächste Mal oder ihr kauft es euch sogar gleich. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Viel Spaß und bis zum nächsten Video.